Herzlich willkommen zurück zum Grabmal von Djoser. Oder von der Pyramide, die gerade irgendwie so richtig cool aussieht. Mit diesem. So in diesem halben Nebel. Ach, da oben ist Senu. Muss ja auch irgendwo rumfliegen, ne? Hier gibt's fünf. Hier gibt's eine antike Tafel und fünf Schätze. Und schon wieder sind wir in einer bedrückenden Untergrundformation. Wenn euch dieses Video gefällt, gerne ein Like da lassen. Ist alles kostenlos. Ihr kriegt auch keine Werbung zu schauen oder so. Am besten irgendwie noch einen Sponsor einfügen oder so. Mitten im Let's Play. Wenn ich das in irgendeinem Let's Play sehe, dann muss ich schon anfangen zu kotzen. So, war das nämlich jetzt alle machen. Also alle YouTuber. Auf dass wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welch die Hungersnot brachte, hat der Händler Hanno seine Getreidesäcke hier platziert. Es ist genug, um 100 Laibe Brot mit 20 Peso oder 10 Kannen Dattelmalzbier mit 4 Peso herzustellen. Aha. Was immer der meint. So, es geht noch tiefer runter. Ja klar, es geht in die Pyramide rein. Huch, da geht's ja durch. Alter. Gerade das durch das Scannen. Nur gehört in der Ferne. Hört ihr das? Ist alles einsammelbar oder benutzbar. Ja, und schon kommt die erste Teilung. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier bewegen wir das mal. Aber nur ein Stück. Okay, da ist überall ein Seestern drauf. Oh, wie komme ich da hin? Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Jetzt ist die Frage, was ist auf der anderen Seite? Oh, wow. Sieht ein bisschen offener aus. Imhotep, der in Frieden kommt. Kanzler des Königs von Unterägypten. Arzt, erster nach dem König von Oberägypten. Verwalter des großen Palastes. Mitglied der Elite, Hohepriester von Heliopolis, Baumeister, Vorsteher der Werft und Hersteller von Gefäßen, geehrt im Tod wie im Leben. Wo ist das Grabmal von Imhotep?
Nein, eine PlayStation 5 habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Dafür gibt's PC. Ich werf das Zitat rein aus einer Serie. Du stirbst durch die Hand deines Gottes, Imhotep. Gut, jetzt ist die Frage. Wie weit geht's jetzt hier weiter? Oh, ist es eine Bibliothek? Nee, es ist verziert. Das kann jetzt. Ah, shit. Ich hat's gewusst. Da war nur ein Speer drin. Okay. Kann ich das kaputt machen? Yes. Was ist denn das für... Toller Schild. Was ist denn das hier für Gebilde hier? Das ist auf jeden Fall ein prunkvolles Grab. So viel steht fest. Also hier muss wirklich ein Pharao drin sein. Ne, hier waren wir gerade durchgebrochen. War hier auf der rechten Seite noch was? Ja. Muss ich auf der anderen Seite... Ah. Immer diese Schlangen. Oh. Ja, hier ist einer. Dann sagte seine Majestät Cheops, der König von Ober- und Unterägypten, opfert meinen 1000 Laibe Brot, 100 Kannen Bier, einen Ochsen und 2 Kugeln Weihrauch für Djoser, dem rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten, und gebt einen Kuchen, eine Kanne Bier, eine große Portion Fleisch, eine Kugel Weihrauch dem obersten Vorlesepriester, da mir seine Gelehrigkeit ein Beispiel war. Cheops hat ihn also beerdigt. Und zwar hier. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Gut, aber das ist das Grab mal beendet, aber es gibt immer noch Schätze hier drin. Darum geht es hier rechts auch noch weiter. Hinter dem Grab. Das ist quasi auf der anderen Seite des Sarkophags. Und seine Erlauchtheit beauftragte Imhotep, ihm ein Heim für das Nachtleben zu errichten. Also Nachleben, nicht Nachtleben. Der Sound hat gerade sehr spastische Anfälle. Und Imhotep sagte, er solle seine Herrlichkeit repräsentieren, als Zeichen deiner Größe, die Zeitalter überdauern. Er nahm 20.000 Männer und sagte, Tod, sende mir eine Vision, wo ich eine Mast dabei errichten soll, die größer ist als alle anderen. Und das Volk sagte, wir geben dir alles, was du brauchst, um unseren großen Vater zu ehren.
Wenn ich mich nicht irre, ist Masterbar doch Pyramide. Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Toilette hier. Also von diesem Kachelmuster her. Sohn des Horus, Herrscher über alle, Repräsentant der Götter, errichtet von Tempeln und der Kultur, geliebter Vater unseres Volkes. Diosa, Nidjeri, Chet. Ich glaube, das Bindestrich hätten sie auch wegmachen können, dann könnte man das besser aussprechen. Gut, hier ist nichts mehr, ne? Das ist... Ja, yeah, da ist nichts mehr. Cool. Das heißt, wir können auf die andere Seite. Und wenn ich mich nicht irre, ist da dann noch mehr. Ist hier vielleicht noch was? Ich habe eine Tür vergessen. Wo? Das muss ja offensichtlich gewesen sein, dass ich eine vergessen habe. Ja, irgendwas hörte man, ne? Auch gerade was gehört zu haben. Gut, ich habe irgendwo eine Wand vergessen. Ah, ich sehe auch eine. Da ist nichts. War das die? Nee, war nicht der, okay. Oh. Flimp, flimp. Ach, hier. Nö. Auch falsch. Ja, hätte sein können, ne? Ne, das war die falsche. Okay. Dann gehen wir wieder raus und auf die andere Seite, da haben wir ja auch noch mehr. Wo geht's denn hier lang?
Als wir was? Achso. Aha. Okay, hier komme ich nicht weiter. Interessant. Ein Dead End. So, ich glaube, hier war das. Genau, hier habe ich frei gemacht. Da kam ich nicht weiter. Ja, dann geht's jetzt hier lang. Hops. Reik Besession gerecht. Schild. Wie, das war's. Ich komme mal nicht weiter. Das ist aber doof. Das ist aber wirklich doof. Das heißt, ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Hat sie erledigt. Meine Intuition hat mich gerettet. Alter, das ist Auto. O großer und glorreicher Gnom, ich, dein demütiger Diener Josa, opfere dir diese Votivgabe, auf das du auf uns lächelst und die siebenjährigen Hungersnot beendest, die unser Land heimsucht. Ja, da ist wahrscheinlich eine Hungersnot draufgegangen. So, das heißt, hier muss eigentlich nichts mehr sein, ne? Senno ist nicht verfügbar. Bitte lassen Sie einen Feder nach dem Piepton. Piep. Okay, dann müsste ich jetzt fertig sein mit Josa. Auch wenn ich... Ja gut, es ist oben noch ein anderes Fragezeichen. Das könnte auf diese Richtung zurückführen. Also hier. Gucken wir mal in die Richtung. Und dann auf die Karte. Ne, ist auf der anderen Seite. Ha. Ich spreche von diesem Fragezeichen, das könnte verbunden sein. Das könnte aber auch sein, dass das Fragezeichen hier lang geht, denn da und hier endet. Das wäre eine Option. Der Wind heult. Gut, wir sind jetzt hier. Auf zu dem Fragezeichen. Gucken, was das ist. Es kann auch was anderes sein. Kobra-Nest entdeckt. Ja. Super. Das hat mir noch gefehlt.
Interessant, ich kann nur drei Fackeln gleichzeitig benutzen. Aua, Feuer heiß. Ja, ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Guck mal, das erledigt, ja, ne? Ja. Willkommen, Plünderer. Ihr habt es wohl für besonders schlau gehalten, hier einzubrechen? Möget ihr nichts als Schmerz und Tod finden. Niemand besteht da Fock, den größten aller Banditenanführer. Ja, aber er hat es auch nicht überlebt. Apropos überlebt. Geht was essen. Ihr habt Hunger. Per Urversteck. Da können wir als nächstes hingehen. Das machen wir noch in dieser Stelle. Ich wollte gerade Video-Outro machen. Aber dann ist mir eingefallen, hey, da ist ja noch was, was wir noch nicht kennen. Zumindest was wir noch nicht vollständig haben. Wir sind da bei der Quest einmal durchgelaufen, ja. Oh. Was ist das eigentlich für eine riesige Anlage hier? Das sind Mauern, ne? Da muss man sich mal vorstellen, die da drin sind, sind Imhotep und Djosa. Und die haben eine so hohe Stellung, dass sie hier mit einer riesigen Mauer bewacht werden. Wahrscheinlich haben sie auch noch Wachen abgestellt. Da haben sie dann auch ihre Dienerschaft begraben. Wahrscheinlich auch die Königin dazu. Klar, ist nicht so hoch und prunkvoll wie die... Hey, wie die Cheops-Pyramide, aber... Oh. Ich kann mir vorstellen, dass die eine höhere Stellung gehabt haben. Du darfst nicht hier sein. Was? Ist mir doch egal. Du kannst nicht fliehen. Hey, was? Ich bring dich um. Der hat mich jetzt gehört. Hey. Mist. Wie hart dich. Wie habe ich den gerade erledigt? Was? So langsam. Da bist du ja. Mist, hier gibt's Ärger. Keiner legt sich mit dir an. Doch ich. So, das wäre es dann auch gewesen hier. Gut, der hat noch was hinterlassen. Pff, eine Goldmünze. Eine läppische Goldmünze.
Die hätte er sich auch sparen können. Ding, ding, ding. So, cool. Wir machen sehr gute Fortschritte, denke ich. Als nächstes gehen wir in diese Steinhügel da hinten. Da gibt es ja auch Fragezeichen. Und beim nächsten Mal schauen wir weiter. Danke fürs Zusehen.